Florian verdrehte die Augen. Genervt schaute er zu dem Mann, der sich gerade neben ihn in die Straßenbahn gesetzt hatte. Aber er hatte sich nicht nur gesetzt. Er hatte sich regelrecht auf seinen Schoß fallen lassen. Zu dieser Jahreszeit waren die Menschen dick eingepackt und nahmen ohnehin schon mehr Platz ein als sonst. Aber dieser dreiste Vertreter der menschlichen Spezies hatte sich neben ihn gequetscht. In Florian begann es zu kochen. Er rutschte noch ein kleines Stückchen Richtung Fenster. Doch seine Flucht vor diesem aufdringlichen Menschen wurde durch die Wand gestoppt. Zu allem Überfluss hatte der Mann auch noch einen Weihnachtsbaum mit in die Straßenbahn gezerrt. Die mannshohe Tanne hatte Florian Zins Nachbar nur beinahe senkrecht zwischen seine Beine gestellt. Bei jedem Schunkeln, jedem Bremser oder jeder anderen Bewegung der Bahn entwickelte der Baum eine Eigendynamik und der Besitzer hatte Mühe, ihn aufrechtzuhalten. Die Nadeln stachen Florian. Immer wieder wurde er von den kleinen nervigen Dingern malträtiert. Er versuchte es zu ignorieren, doch bei jeder Berührung hatte er das Gefühl, die Nadeln würden etwas mehr von seiner Haut schaben. Seine Arme waren durch die dicke Winterjacke einigermaßen geschützt. Aber seine Beine, nur vom dünnen schwarzen Stoff bedeckt, dienten als Hauptziel der grünen spitzen Angreifer. Bei einer besonders starken Erschütterung war der Mann nicht mehr her über seinen Baum und das stehende Ungetüm traf Florian ins Gesicht. Er war bedient. Jetzt wurde ihm wieder bewusst, warum er Weihnachten und alles, was damit zu tun hatte, verabscheute. Es waren die Menschen. Die Menschen, die in verzweifelten Rudeln durch die Einkaufspassagen hechteten. Rastlos, auf der Suche nach Geschenken, die deren Empfängern sowieso nicht zufriedenstellen würden. Die Menschen, die sich auf Weihnachtsmärkten zusammenrotteten, nur um vom Kollektiv der Masse von einem überteuerten Glühweinstand zum anderen geschoben zu werden. Die Menschen, die kurz vor Weihnachten die Fleischtheken wie ausgehungerte, wild gewordene Bestien belagerten und ganze Supermärkte verstopften. Und schließlich Menschen wie sein Nebenmann, der Mann mit der Tanne, diesem verdammten, stechenden, harzenden Weihnachtsbaum. Florian bekam wieder einen Schlag ab. Er roch die Nadeln, das Holz. Für andere Menschen mochte es weihnachtlich riechen, einladend und gemütlich. Für ihn stank es einfach nur. Trotz der Geruchsbelästigung atmete er durch und versuchte sich vorzustellen, was die Bäume wohl davon halten sollten. Abgeholzt, geschlachtet, von ihren Wurzeln abgeschnitten, nur um mit glitzerndem Schund überhäuft, ein paar Tage im Wohnzimmer zu stehen. Ein leichtes Lächeln huschte über sein Gesicht, als er sich vorstellte, wie die Tannen blutige Rache an den Menschen nahmen. In seinen Gedanken sah er von Ästen durchbohrte Leiber, abgeholzte Weihnachtsbäume, die Jagd auf Menschen machten. Er stellte sich vor, wie der Typ neben ihm von seiner Tanne aufgespießt wurde. Wie sein Blut die zarten grünen Nadeln dunkelrot färbte. Er sah Darmschlingen als Lametta von den Zweigen hängen, verstümmelte Organe als Weihnachtsschmuck, glänzende Augäpfel, die von den Ästen baumelten. Ein weiterer Schlag der Tanne holte ihn aus seinen köstlichen Gedanken. Er schaute auf die Anzeige in der Straßenbahn. Noch eine Haltestelle, dann könnte Florian endlich diesen Folterbereich verlassen. Er richtete sich auf, um sich durch die volle Bahn zum Ausgang vorzukämpfen. Als er sich erhoben hatte, bemerkte er, dass ihn jemand festhielt. Florian drehte sich entnervt um und sah, dass sich der Reißverschluss seiner Jacke in dem weißen, feinmaschigen Netz des Baumes verfangen hatte. Er arbeitete ungeduldig an seiner Befreiung. Laut der Anzeige hatte die Bahn seine Zielhaltestelle fast erreicht. Er versuchte verzweifelt, das kleine Metallstück aus den winzigen Plastikfäden zu fummeln, doch vergeblich. Florian hatte seine Haltestelle verpasst. Ruckelnd setzte sich die Straßenbahn wieder in Bewegung. Durch die Erschütterung hatte der Mann wieder mal Mühe, den Baum stillzuhalten. Diesmal bohrten sich einige Nadeln in Florians Nase. Durch den plötzlichen Schmerz wich er zurück und wurde so aus den Fängen des Netzes befreit. Genervt drückte er sich an den weiteren Passagieren vorbei zum Ausgang. Als er sich noch einmal umsah, bemerkte er ein silberglänzendes Stück am Netz. Florian beschlich ein Verdacht und er sah sich hinunter. Tatsächlich. An seiner Jacke fehlte der Schließer des Reißverschlusses. Abgerissen. Der Baum und sein Besitzer hatten nicht nur die Fahrt zu einem Martyrium gemacht,
Nun durfte Florian auch noch eine Haltestelle zurücklaufen. Ohne Jacke, die er schließen konnte. Durch die eiskalte Dezemberluft. Als Florian ausstieg, wehte der schneidende Wind sofort alle Wärme von ihm. Er fegte durch die offene Jacke und Florian begann augenblicklich zu frieren. Er presste sich durch die Straßen. Die Menschen waren schwer bepackt mit Tüten. Tüten, die genau auf Höhe seines Schienbeins gehalten wurden. Spitze Kartons, große Spielzeugverpackungen und andere Gegenstände trafen ihr Ziel. Die Menschen schienen sich nicht zu kümmern. Sie hatten nur Augen für sich. Nach unzähligen Minuten, in denen Florian sich zwischen drängenden und schubsenden Menschen durchkämpfen musste, erreichte er schließlich sein Ziel. Er betrat die Sauna, machte sich fertig und saß kurze Zeit später im Saunaraum. Er hoffte, hier ein wenig Entspannung zu finden, etwas Ruhe vom hektischen Weihnachtstrubel. Er dachte sich, die meisten Menschen wären mit Vorbereitung für das Fest beschäftigt, für das er nichts übrig hatte. Aber nicht mal eine Minute konnte er die Stille genießen. Der Raum füllte sich, es wurde voll. Neben Florian hatte sich ein Mann gesetzt. Je voller der Raum wurde, desto näher rückte dieser an Florians Seite. Er spürte die nackte, schwitzende, stark behaarte Haut seines Nachbarn. Florian bemerkte den Schweiß auf seinem Körper, der eindeutig nicht von ihm stammte. Er schaute sich um und betrachtete die Menschen, die mit ihm in der Sauna saßen. Eine bunt gemischte Ansammlung. Einige unterhielten sich leise. Bei anderen sah Florian den lüsternen Blick in ihren Augen. Vor allem ein paar Männer starrten unverblümt auf die Körper der Frauen. Florian ließ seinen Blick weiter durch den Raum schweifen. Auf einmal hielt er inne. Florian vergaß alles um sich herum. Er nahm die anderen Menschen nicht mehr wahr. Etwas zog seinen Blick auf sich, forderte seine ganze Aufmerksamkeit. Alles war vergessen. Die nervenaufreibende Bahnfahrt, der Gang durch die klirrende Kälte, die Menschen, die ihn zur Verzweiflung brachten, etwas schien seinen Blick einzufangen. Wie ein Fisch am Haken konnte er sich nicht davon losreißen. Er fühlte sich, als hätte man seinen Kopf mit einem Schraubstock fixiert und seine Augenlider festgeklebt. Er konnte, nein, er wollte sich nicht abwenden. Auch Florian begann nun zu starren. Sein Blick war auf eine Frau gerichtet, die ihm schräg gegenüber saß. Aber es war nicht ihr Körper, der ihn fesselte, nicht ihre pechschwarzen Haare. Im Gegensatz zu den anderen Anwesenden klebten ihre Haare nicht schlaff und nass am Körper. Es waren auch nicht die Schweißtropfen, die langsam sinnlich und schmeichelnd zwischen ihren Brüsten über ihren Bauch bis zu ihrem Schoß liefen. Florian merkte, wie ihm das Atmen schwerfiel. Ein Gedanke formte sich im hintersten Winkel seines Verstandes. Doch er konnte ihn nicht greifen. Zu vage, zu undeutlich war er. Florian war gefesselt vom Anblick dieser Frau. Nicht von ihrem Körper. Nicht von ihren Beinen, die sie übereinander geschlagen hatte. Es waren ihre Tattoos, die ihn seinen Blick nicht abwenden ließen. Die bunten, kräftigen Farben. Die verschiedenen und zahlreichen Motive. Eine immense Ansammlung erstreckte sich über ihre Arme. Die Tattoos zogen sich über Schulter und Brustkorb fort. Viele einzelne Motive zierten ihre Haut. Florian fand diesen Anblick wunderschön. Er verlor sich in der Betrachtung der Bilder. Seine Augen analysierten jedes Tattoo, jede Form, jede Farbe sog seinen Blick ein. Den Schmetterling, die Rose und weitere Ranken und Pflanzen, verschiedene Totenköpfe und Schädel, bunte, leuchtende, posierende Pin-ups regelten sich auf ihrer Haut. Doch ein Motiv zog seine gesamte Aufmerksamkeit auf sich. Es war ein Weihnachtsbaum, der sich reich geschmückt auf ihren Unterarm erstreckte. Florian war fasziniert von diesem Motiv. Es ließ sie nicht mehr los. Wenn die Frau ihre Position nur ein wenig veränderte, folgten seine Augen gebannt dem Baum. Bei jeder Bewegung ihres Arms schienen sich auch die Zweige des Baums zu bewegen. Der Gedanke im hintersten Winkel seines Geistes nahm mehr Gestalt an. Er wurde immer klarer, deutlicher. Florian konnte sehen, was ihm sein Verstand mitzuteilen versuchte. Er verfolgte jede Bewegung der Frau, jedes Zucken, selbst das Atmen ließ die Bilder auf ihrem Körper tanzen.
Der Schleier, mit dem die Gedanken tief in seinem Kopf belegt waren, lichtete sich. Er sah das Bild. Es gefiel ihm. Florian schloss die Augen und genoss, was er sah. Ein Kunstwerk. Ein strahlendes Meisterwerk, wunderschön und unerreicht. Als er das Gebäude der Sonne verließ, folgte er der Frau, die er fasziniert angeschaut hatte. Er würde das Bild, welches sein Verstand beherrschte, vervollständigen. Es war dunkel und immer noch kalt. Aber Florian spürte die Kälte nicht. Ihm war trotz der tiefen Temperaturen heiß. Er lief der Frau ein Stück nach. Hier war es nicht so voll. Die wenigen Menschen, auf die er traf, waren damit beschäftigt, ihre Gesichter vor dem eisigen Wind zu schützen. Sie gingen, den Kopf gesenkt, an ihm vorbei. Florian beachtete sie nicht. Sie waren Luft. Es gab nur noch einen Menschen, dem seine Aufmerksamkeit galt. Sie ging einige Meter vor ihm und hatte Florian noch nicht bemerkt. Er nutzte seine Chance und sprang mit einem Satz direkt hinter die Frau. Blitzschnell schlang er seinen Arm um ihren Hals und drückte zu. Nun passierten drei Dinge gleichzeitig. Sein Unterarm presste ihren Kehlkopf. Dadurch wurde sie am Schreien gehindert. Zum anderen hatte das zur Folge, dass sie keine Luft mehr bekam. Außerdem drückte sein Arm auf ihre Halsschlagader. Die Blutzufuhr zum Gehirn wurde unterbrochen. Innerhalb von wenigen Augenblicken erschlaffte ihre Gegenwehr. Florian schulterte die bewusstlose Frau und machte sich auf den Weg nach Hause. Dort angekommen, legte er seine neue Errungenschaft auf dem Sofa ab und begann, die Frau auszuziehen. Bei den ganzen Schichten, in die sie sich gehüllt hatte, kam er ins Schwitzen. Seine Augen weiteten sich, als er wieder die vielen bunten Bildchen sah. Er strich über die gefärbte Haut. Jedes Tattoo berührte er mit seinen Fingern. Bei jedem neuen Motiv schienen seine Fingerspitzen mehr zu kribbeln. Er fuhr noch einmal über den tätowierten Weihnachtsbaum auf ihren Unterarm. Dann wandte er sich nach rechts um. Neben dem Sofa hing an einem Haken in der Decke ein großer Sandsack. Florian entfernte den Boxsack vom Haken. Das kostete ihn einiges an Mühe, aber das war es wert. Er suchte nach einem Seil und fand es schließlich in Form eines Springseils. Er schlang es um die Handgelenke der Frau und verknotete es. Unter einem leisen Stöhnen schulterte er die nackte Frau. Er fädelte das andere Ende des Seils in den Haken ein und zog so lange daran, bis sein Opfer schließlich aufrecht von der Decke baumelte. Ihr Kopf war zwischen den nach oben gestreckten Armen auf die Brust gesunken. Ihre Füße schwangen ein paar Zentimeter über dem Boden. Mit zwei Fingern hob er sachte ihr Kinn an und betrachtete ihr Gesicht. Es war umrahmt von ihren langen, glänzenden Haaren, die ihr seicht über die Schulter fielen. Ihr Gesicht war hübsch, aber das war nicht, was ihn interessierte. Es hatte keine Bedeutung für ihn. Florian verließ seine Wohnung. Er musste noch Utensilien besorgen, damit das Bild in seinem Kopf auch seinen Vorstellungen entsprach. Es musste passen. Ein Bildnis der Vollkommenheit. Er hatte alles besorgt. Es war nicht schwer. Was er brauchte, war nicht außergewöhnlich. Jeder Baumarkt hatte alles vorrätig, was er benötigte. Spätestens seit 50 Shades of Grey waren die Verkäufer einiges gewohnt. Doch seine Ausbeute bestand nicht aus Kabelbindern, Klebeband und einem Seil. Florian hatte einmal gelesen, dass eine Baumarktkette ihre Mitarbeiter dazu angehalten hatte, jenes Buch zu studieren, damit sie in der Lage waren, auch in diese Richtung kompetent beraten zu können. Auf seiner Einkaufsliste standen jedoch andere Gegenstände. Er hatte einen schwarzen, runden Bottich, 7 Säcke Trockenbeton, dünnen Draht und einige 2 Meter lange Eisenstangen besorgt. Florian hob die Beine der Frau an und positionierte den Bottich genau unter ihr. Er ließ ihre Beine wieder hineingleiten und öffnete die Betonsäcke. Er hatte mehrmals laufen müssen, 25 Kilo wog so ein Sack. Aber jeder Treppengang würde sich lohnen. Er ließ den Inhalt der Säcke in den schwarzen Kübel rieseln. Langsam bedeckte das graue Pulver die Füße der Frau. Als er alle Säcke in den Behälter gefüllt hatte, gab er Wasser dazu. Mit einer der Eisenstangen begann Florian, die Mischung zu verrühren. Sie wurde immer dicker und zäher. Schließlich bog er die Eisenstangen zurecht. An 2 der Stangen formte er ein kleines L.
Dieses tauchte in den Beton und schob das kurze, etwa 10 cm lange Ende unter ihre Füße. Das lange Ende stand aufrecht lang ihrem Rücken. Diese Stangen sollten sie stützen, sobald der Beton ausgehärtet war. Sie bildeten das Gerüst, damit die Frau nicht in sich zusammenbrach, wenn er das Seil von ihren Armen löste. Nun musste Florian warten. Warten, dass der Beton hart wurde. Er traf weitere Vorbereitungen. Die anderen Stangen bog er zu einem Viertelkreis und befestigte diese mit dem Draht an den Eisenstangen, die bereits im Beton steckten. Er stellte sich in einigem Abstand vor die Frau und betrachtete sein Werk. Die gebogenen Stangen ragten jeweils seitlich auf Hüft- und Taillenhöhe hinter ihrem Körper hervor. Florian wunderte sich, dass sein Opfer noch nicht zu sich gekommen war. Mit seinem Finger betastete er ihren Hals. Doch er konnte keinen Puls feststellen. Sie war tot. Dieser Umstand war für ihn jedoch nicht von Bedeutung. Es war ihm gleich, ob sie lebte oder nicht, es spielte keine Rolle. Etwas fehlte ihm noch zur Fertigstellung seines Kunstwerkes. Zufrieden, einen Teil seines Plans in die Tat umgesetzt zu haben, legte sich Florian ins Bett. Den Rest würde er morgen besorgen. In seinen Träumen sah er die bunten, gestochenen Bilder auf der Haut der Frau. Die Farben. Jedes einzelne Tattoo flammte vor seinen Augen auf. Und die Bilder waren so deutlich wie nie zuvor. Sein inneres Auge stellte das Bild der Frau, die in seinem Wohnzimmer von der Decke hing und den Behälter steckte, neben das fertige Bild, welches sein Verstand geschmiedet hatte. Er war zufrieden. Mit sich. Mit seinem Werk. Am nächsten Morgen machte sich Florian auf den Weg, um sein Vorhaben abzuschließen. Was er jetzt noch brauchte, war schwer zu beschaffen. Es würde dreckig werden. Es war gefährlich. Das Risiko war erheblich. Jetzt konnte alles schiefgehen. Zu Hause hatte er eine große Sporttasche gepackt. Neben den üblichen Sachen, die man für einen Besuch im Schwimmbad brauchte, befanden sich auch große Plastikbeutel und sein großes Küchenbeil in der Tasche. Im Schwimmbad zog er sich um und suchte sich einen Platz, wo er die meisten Becken und Türen zu den Umkleiden im Blick hatte. Florian schaute sich um. Er wusste genau, wonach er Ausschau hielt. Er war sich sicher, dass er es hier finden würde. Er betrachtete die anderen Badegäste. Er war auf der Suche nach weiteren Menschen mit buntem Körperschmuck. Heutzutage waren Tattoos keine Seltenheit mehr. Sie galten als schick, waren in der Gesellschaft angekommen. Früher hatten Tattoos einen schlechten Ruf. Sie galten als Erkennungszeichen der Seefahrer und Prostituierten. Je mehr Tattoos ein Seemann auf seinem Körper trug, desto erfahrener galt er. Der Begriff Knast-Tattoo sorgte ebenfalls für einen schlechten Ruf. Jemand, der Tinte unter seiner Haut trug, musste gesessen haben. Heute galten Tattoos als Zeichen der Individualität. Sie waren etabliert, die Vorurteile waren abgebaut. Und so war sich Florian sicher, dass er hier auf weitere Menschen treffen würde, die bunte Zeichnungen auf der Haut trugen. Eigentlich interessierte er sich nur für ein bestimmtes Körperteil. Er ließ seinen Blick durch die Halle schweifen. Florian sah einen Mann, dessen komplette Arme mit bunter Tinte verziert waren. Er stand auf, um sich die Bilder und Muster genauer anzuschauen. Florian lief an dem Mann vorbei und war begeistert von dessen prachtvollen Tattoos. Danach hatte er gesucht. Jetzt musste er warten. Es musste die passende Gelegenheit kommen. Florian wartete, bis sich der Mann zu den Umkleiden aufmachte. Hier war die Chance größer, dass er ihn überwältigen konnte. Wie erwartet, führte der Weg des Mannes zuerst zu den Toiletten. Er stellte sich ans Pinkelbecken und drehte Florian den Rücken zu. Wieder schlang Florian seinen Arm um den Hals seines Opfers und begann zu drücken. Mit seinem anderen Arm presste er gegen den Nacken. Nach einer halben Minute, in der Mann versucht hatte, sich zu befreien, erstarb seine Gegenwehr. Florian zerrte den leblosen Körper in eine der Toilettenkabinen und holte seine Tasche. Er legte einen Plastikbeutel bereit und stülpte sich einen anderen Beutel über, nachdem er eine Öffnung für seinen Kopf in den Boden geschnitten hatte. Dann griff er nach dem Beil. Seine Finger schlossen sich fest um den Griff. Seine Knöchel traten weiß hervor und er zögerte keinen Augenblick. Mit festen und harten Schlägen ließ er die Klinge seines Beils auf die Schulter des Mannes sausen.
Schlag um Schlag trennte er erst den linken, dann den rechten Arm. Das Blut spritzte gegen die Wände der Kabine und lief in dicken, zähen Schlieren hinunter. Florian war froh, dass er sich mit der Plastiktüte gegen das Blut geschützt hatte. Denn auf der Tüte befanden sich unzählige Spritzer. Er verstaute beide Arme im Beutel. Sie waren so bunt und kräftig. Verschiedenste Farben trafen aufeinander und schienen sich zu umschlingen. Es war genau das, wonach er gesucht hatte. Florian streifte sich den Plastikbeutel vom Leib und verstaute ihn ebenfalls in seinem Rucksack. Dann ging er duschen, um eventuelle Blutreste abzuwaschen, und machte sich wieder auf den Weg in die Schwimmhalle. Seine Mission war noch nicht erfüllt. Zwei Arme hatte er schon, aber er brauchte noch zwei weitere, zierlichere, kleinere, die Arme einer Frau. Florian hatte ein genaues Bild im Kopf, wie die Arme auszusehen hatten. Sie mussten genauen Proportionen entsprechen, sonst machte alles gar keinen Sinn. Florian schaute sich wieder um. Es gab viele Frauen mit Tattoos, aber die waren klein. Es handelte sich bei den meisten um Tattoos am Handgelenk. Ein einzelner Schmetterling oder ein Kleeblatt zierte die Haut. Viele hatten auch Sterne auf den Schulterblättern oder am Nacken. Aber dann entdeckte er sie. Die Arme waren bunt. Ein kompletter Dschungel erstreckte sich über die Haut. Farbige Blätter, Blüten und Pflanzen schlangen sich von Handgelenk bis zu ihren Schultern und ihren Rippen. Als sie sich umdrehte, sah er ihren anderen Arm. Er blickte in die großen Augen der Grinsekatze. Florian hatte das Gefühl, als würde das Gesicht der Katze ihm zuflüstern: Ich bin die Richtige. Nimm mich mit. Er konnte der Grinsekatze nur zustimmen. Die Frau war perfekt. Die Tattoos waren wunderschön. Danach hatte er gesucht. Eine innere Zufriedenheit breitete sich in Florian aus. Bei seinem dritten Opfer ging er ähnlich vor wie bei seinen beiden vorherigen. Auch ihre Arme verstaute er in seiner Tasche. Mit seiner Beute machte sich Florian auf den Weg nach Hause. Nun hatte er alles, was er brauchte. In seiner Wohnung angekommen, löste er zuerst das Seil an den Handgelenken der einbetonierten Frau. Ihr schlaffer Körper wollte nach vorne sacken. Florian fixierte ihn mit dem Draht an den ebenfalls im Beton steckenden Eisenstangen. Ihr bunter Körper stand nun wieder aufrecht. Dann nahm er ihre Arme und spreizte sie ein wenig vom Körper ab. An den Ellbogen bog er ihre Unterarme noch ein bisschen weiter nach oben. Sie sah nun aus wie ein Priester, der seine Gemeinde mit einer einladenden Geste und offenen Händen begrüßte. Ihre Arme band er mit dem Draht an den gebogenen Stangen fest, die er gestern an die senkrechten Streben angebracht hatte. Dabei strich er wieder über das Bild des Weihnachtsbaums auf ihrer Haut. Ein Lächeln breitete sich auf seinem Gesicht aus. Es würde genau so werden, wie Florian es sich vorgestellt hatte. Vielleicht sogar noch besser. Er kniete sich vor die Tasche und hob vorsichtig einen Arm der Frau heraus, den er ins Schwimmbad ausgewählt hatte. Er hielt ihn an der Taille der Frau. Nach ein paar Korrekturen hatte er die perfekte Position gefunden. Er nahm sich eine Nadel und fädelte den Draht durch das Öhr. Dann begann er, den Arm an der Taille der Frau zu nähen. Stich um Stich verband er die Haut. Auch diesen Arm fixierte Florian mit dem Draht an den abstehenden Stangen. Mit den anderen Armen fuhr er genauso. Den zweiten Arm brachte er an der anderen Seite der Taille an. An der Hüfte nähte er die Arme des Mannes. Diese waren länger und kräftiger als die Gliedmaßen der Frauen. Florian trat einen Schritt zurück und warf einen prüfenden Blick auf sein Werk. Es war perfekt. Er hatte sich einen Weihnachtsbaum gefertigt. Einen menschlichen Baum. Die Arme waren tatsächlich stufenförmig wie bei einer echten Tanne angeordnet. Zwar verfügte sein Weihnachtsbaum nur über 3 Etagen, aber Florian war trotzdem stolz. Sein Baum war bunt. Die Tattoos ergänzten sich auf wunderbare Weise. Das glänzende seidige Haar sah wie schwarzes Lametta aus. Er drapierte einige Strähnen über ihre Schultern und ihren Brüsten. Der Anblick war wundervoll. Etwas fehlte noch. Ein Weihnachtsbaum musste leuchten. Florian dachte an eine Lichterkette. Aber diese würde die bunten Tinte verdecken und dann machte alles keinen Sinn mehr. Er brauchte Kerzen. Richtige, brennende Kerzen.
Nachdem er aufgeregt sämtliche Schubladen durchwühlt hatte, wurde er schließlich fündig. Es waren 3 weiße und 3 schwarze Stumpenkerzen. Die Kerzen stellte Florian auf die ausgestreckten Handflächen seines Baumes und entzündete den Docht. Die kleinen Flammen funkelten und tauchten den Körper in ein wundervolles, warmes Licht. Florian schaute in den Kerzenschein. Die bunten Bilder wurden angestrahlt und waren so schön wie nie zuvor. Der Anblick trieb ihm die Tränen in die Augen. Florian hatte zum ersten Mal einen Weihnachtsbaum. Ein Baum aus Menschen. Tätowierte Körperteile, die er zu einem Baum zusammengefügt hatte. Ein Bildnis der Vollkommenheit. Bunt, leuchtend, farbenfroh. Angestrahlt vom warmen Schein der Kerzen. Umspielt mit dem lamettehaften schwarzen Haar. Es war das erste Mal seit sehr langer Zeit, dass Florian sich auf das Weihnachtsfest freute.